Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us, zu einer kleinen Osterfolge. Wir sollen ja jetzt versuchen, uns die Teile für ein Auto zusammenzusuchen. Damit sind wir in der letzten Folge stehen geblieben. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wo wir hier erstmal was zu lesen haben. Ah ja. Zu wissen. Errungenschaft freigeschaltet, Selbsthilfe, Messer verbessert. Drücke Tab. Hast du jetzt alles fertig? Ah ja. Das haben wir ja gelesen, genau. Braucht man nicht mehr. Will ich, glaube ich, noch was? Das haben wir auch voll soweit. Gut. Da liegt auch noch was. Das ist nur eine Flasche. Nee, doch nicht. Das war zum Heilen, das ist ganz gut. So, dann sind wir hier, glaube ich, soweit durch. Oder liegt da noch was? Nehmen wir auch noch mit. So, gut. Ich denke, dann haben wir es. Dann laufen wir dem jemanden mal dahinterher. Voll, da braucht man nichts mehr. Gehen wir mal hier hoch. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Es ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch, alles okay. Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Sie hört sich an. Oh, Bill. Als gäb's Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. War's das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Fuck, 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 fuck. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Scheiße. Fuck. Setze ein Messer mit E ein um. Hätte das. Ja.
muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager. So, das ging gerade nochmal gut. Selbstgespräche. Mal wieder. Und dann muss man. Bill? Joel? Hier lang. Und weiter geht's. Mal erstmal da rein. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Ist für die. So, gut, das haben wir. Ach. So, sieht schon viel besser aus. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Ja, super. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Ich bin gut, nicht wahr? Das braucht man noch nicht, wirklich. Davon haben wir noch nichts. Gut, dann lassen wir das.
haben noch keinen Sprengstoff. Okay. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast... Mann, wie soll man den Stock aus dem Arsch nehmen? Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Wow. Schön hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Okay, Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Oh, Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nichts. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Na, scheiße. Mich da Mistviech erwischt, ey. Setze ein Messer mit E ein, um die... Ah!
Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Nicht mein Tag heute, absolut nicht. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Mist, verschlossen. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Sehr gut. Wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Infizierter. Ich sehe sie. Ah!
Infizierte. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? So, denken wir. Klicker. Infizierte. Boah, das ging gerade noch mal gut.
Wie zum Teufel müssen wir denn? Gruselig. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten. Okay, gehen wir dem hinterher. Scheinen alle erledigt zu haben. Wie wär's damit? Hier lang. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Bringen wir noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ah!
für diese Dinger. Klicker! Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! So, jetzt müssen wir ein bisschen was einsammeln. Wo ist der Typ jetzt? Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Hilf mir hier mal kurz. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Runner! Okay.
Okay, auf ein neues. So, schauen wir mal, ob wir das jetzt noch schaffen, sonst mache ich das in einem nächsten Video. Nein. Aber nicht drüber. Scheiße. Ellie, lauf! Lauf! Komm doch wieder ein! Scheiße! Ah, da fehlt nichts. Nun gut. Habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Dann würde ich sagen, machen wir das in einem nächsten Video fertig hier. Sowieso erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Ellie, lauf, lauf! Lauf! Sie kommt von überall! Scheiße! Ach, ey. Tja, das machen wir in einem anderen Video, würde ich sagen. Es war schön bis hierher. Machen wir das in einem nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat bisher, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Video. Euer, der Dini spielt. Habt noch schöne Ostern, habt einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao, servus und tschüss. Euer, der Dini spielt das. Ich mache das noch eben ab hier.